Es ist soweit, mein Lieben. Der All geht weiter. Kim besprühtet sich mit gutem Parfüm. Und wir zählen jetzt heute wirklich mal die Mentes. Letzte Folge wollten wir es ja machen. Am Ende, aber hat nicht sogar ganz geklappt. Du hast ein Megatherium angepfiffen. Bin Also, ich glaube, gespannt. du kannst noch ein Stückchen weiter vor, damit du noch gucken kannst, Dex. Aber ansonsten. Ja, das kommt Hi. doch. Ah, die haben immer noch eine ziemlich hohe Range, die Mantis, Ja, das ist die sind natürlich voll blöd. aggro. Mag Mantis, das ist so schade, dass man die erst so spät bammen kann. Ja, finde ich auch. Wieso greift die dich eigentlich nicht an, Ruffy? Nö. Ist auf dem Hallo, Radar. ist zu groß. Okay. 72% mit einem Hörnchen. Ja, nice. Eigentlich könnten wir Dexys Horn nehmen, dann verschwenden wir die anderen Hörner nicht. Nö, 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 ihr Dexys lasst mal mein Hörnchen da ganz, ganz klar aus dem Spiel. Und außerdem wäre das am Fulltame, ja? Hallo? Klein. Er hätte Denkt mal leicht wieder ein Nutay bisschen machen können. rumfüttern. Warte, ich glaube, ich kann die ja markieren, dann sehe ich, wann die wieder Hunger hat. Ab Oder wann fristen die? Fast-Time. 50? Wenn wir Wenn ja sie ohne Hunger Sattel hat. geritten werden. Ah, gute Frage. Wenn sie Hunger hat, dann isst sie. Wenn sie keinen Hunger hat, dann isst sie nix. Warum? Warte mal auf bam. 100. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ungefähr 100 ist. Ich fülle jetzt erstmal mein Alu hoch. Finde ich dir zu schwer? Ja, ich kann dich nicht Doch. schmeißen, Nee, es Frau. war Pau dazu da, dass sie dich hochheilt. Mist. Ja. Ja, aber wenn Pau jetzt näher kommt, dann haben wir ein Problem. Komm doch her. Richtig. Komm doch Ja, alles gut, her! ich bin ja schon wieder voll. Hey, komm doch her Alus heilen sich jetzt sehr schnell hoch. Ich kann ja hier rumstehen bleiben. Nicht zu mir Und drehen, Kim nicht ein zu mir bisschen drehen, nicht zu Support mir geben. drehen, nicht zu mir drehen. Bleib genauso. Nicht bewegen. Was ist nur kaputt gegangen? Was los? Hä? Warum rennt die jetzt weg? Eine sehr gute Frage. Was Also in dem heißt wegrennen? Zustand Kann ich sie kannst du sie aber nicht? gerade nicht füttern. Warte, ich blockiere sie mal. Ah, das Schöne ist, ich bin am Verdursten. Sie hat auch ihre Zähmung noch. Was zum Henker ist denn da jetzt kaputt gegangen? Die ist auf jeden Fall wieder gechillt. Standard-Wissenszähmung mit einmal mit Profis. Ich glaube, jetzt hat sie sich wieder beruhigt, oder? Ja, sie ist wieder gechillt. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich meinen Sino auf den Schultern gehabt hätte, dass sich der wieder gebrüllt hat, aber der ist ja nicht da. Hab zwar einen, aber der reagiert auf die Mantis nicht. Es gibt ja auch dieses, dass man einstellen soll, dass wenn die Tiere aggro sind, dass nur die dann nur dann brüllen. Wait until it's hungry again. Okay. Schätze mal dann 200? 300 vielleicht? Ich glaube, die essen relativ spät wieder. Ja. Decke. Voll klein. Ich guck mir gerade. Hast du ein Fernrohr, Pau? Ja. Guck dir mal die Pau an. Die sieht aus wie so ein Strich, wie ein Strich in der Landschaft. Meins Kim, ja. Okay, meine ich. Vor allem, man sieht aber trotzdem ihre Augenbrauen von weitem. Und sie blitzt. Erkennungsmerkmal Nummer 1. Kannst du mal winken? Die kommt auf dich zu. Ist sie Bitte besorg sie da zugefressen? weg. Wie sie sich gerade zu dir umgedreht hat, so. Ich Hallo! wollte mittanzen. Hey, die hat einen Groove. Ist sie schwarz? Nice. Gezähmt? Wir sind fertig. Tschüss, Folge vorbei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mini-Folge. Wie viele Hörner haben wir denn noch? 2 Stück. Plus das von Dex. Plus das von Dex. Warte, warte, da kenne ich was. Ja, ich dachte, wenn wir das von Dex sehen, Ja! so knackst. Oh! Ja, mit meinem Horn. Und bei der Oase war nämlich noch, glaube ich, 116er. Ex, du musst dir mal die Hauer putzen, die sind ein bisschen gelb. Wir schauen mal. Das Kopf wegen der Wüste. Ach so. Da klebt Sand dran. Man nennt mich auch Sandmann. Ex, der Sandmann, auf dem Mini. Warte, 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 Mensch. warte. Kim, warte, warte. Wait, wait.
Kann man eigentlich Kettensägen daran? Nein. Wieso sind das zwei Schwerter? Was hast du reingetan? Axt und Schwert. Ich glaube, du kannst nur eins auf eine. Bei Schwertern ist, glaube ich, nur das Schwert. Und ich glaube, bei Axt wäre. Warte mal. Nur Axt. Ach so. Kannte doch eben noch eine Mantis rum. 116er hast du da. Du die 116er? Du hast jetzt eine echt brutale Waffe da, ne? 112er habe ich hier noch eine, Kim. Na cool. Nice, aber ich muss erst was trinken, sonst bin ich gleich tot. Alles gut, die Mantis steht da, wo ich stehe. Also hier so. Mann, die Mantis, wenn hier springt, ist die gar nicht mal so langsam. In der Ölpumpe steht nämlich noch eine, da mache ich immer ein bisschen Speed frei. Ich bin das ja schon gewöhnt. Kommst du nicht aus der Pötte hier, ey? Hey! Noch kurz eine Schlange weniger. Immer muss man auf Daniel warten, ne? Kurz und schwer, was soll ich sagen? Ja, immer muss man auf Daniel warten. Ich frag mich ja, wann der hier aufkreuzt. So, ich mach schon mal ein bisschen in Ordnung hier dagegen. Jetzt, ihr zwei bleibt da stehen, ich kümmere mich um die Mantis dahin. Boah, von Talo, ey. War nicht ganz hübsch. Ist zufälligweise, bist du ein Männchen? Ja, ist ein Männchen. Nice. Wohl, hatten wir das. War das jetzt ein Weibchen, was wir gezähmt haben? Dex guckt da Mantis mal ganz kurz in den Rock. Mitnehmen zum Bosskampf. Vielleicht nehme ich anstatt des Amagaras eine Mantis mit. Mal gucken. Sorry, Mutti, musste, Nase putzt es. Mantis ist. Eine Mantis Hä? Weiblich. Pau, du solltest nicht weiter rein. Oh, Entschuldigung. Jetzt sehe ich auf dich, Agro. Wer jetzt? Ja. Ja. Oh nein. Mensch, Pau. Alles gut. Ja, so ich hatte es zum Glück noch nicht gefüttert. Also Pau, alles gut. Hast du es immer noch nicht ganz verstanden? Nicht so tief rein. Alles gut, selbst wenn Sanft du sie gefüttert und, hättest. Ja, nur schon. Wenn sie selber Schaden kriegt, dann. Und ich bin zu am Anfang. Weiß nicht. Ist das so? Erklär mir das mal ein bisschen. Nach der Aufnahme. Okay. Was macht ihr mit meiner Mantis? Ich kämpfe! Schlag alles zusammen hier! Voll brutal, guck mal hier. Ja, die Mantis braucht nur zwar diese zwei Schwerter. Ey, guck mal, die sind super. Wie viel Damage hat das Schwert? Ich glaube 700 oder sowas. 680. Ich habe eins mit 755. Willst du mal das nehmen? Nee, Alter. Nein. Will ich nicht. Das sieht mich überhaupt nicht, dein Schwert. Geh mal weg. Okay. Gut, noch nicht. Aber leider, wenn die ihr Schwert in der Hand hat, kann die nicht springen. Oder wie kann man springen? Habt ihr mal nachgeguckt, ob die Mantis jetzt ein Weibchen ist? Achso, nur mit der rechten Maus. Ah, okay. Ja, sie ist ein Mimefin. Oh, nice. Ein Mimefin. Es ist ein Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin, komm doch mal rüber, Mann, und kommst dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin. Sollte das Mammut vielleicht nochmal einen Zentimeter wegschieben? Jetzt kommt hier Mobbing gegen meinen Mammut. Die ganze Zeit hat es euch geholfen, getragen hat es euch. Hat die Last auf sich genommen. Naja, ja, ja. Und jetzt. Also mir stand es mit seinem dicken Hintern immer auch noch im Weg. Boah. Ich mag deinen Mammut. Du magst nur dicke Hintern. Du magst ja nur dicke Hintern, erzähl doch nichts. Ich mag nur lange Rüssel, ja. Lange Rüsse und flauschige Hintern haben wir doch schon festgestellt. Nein. Kommst du mal her? Was macht das denn? Kommst du mal bitte zurück? Jetzt ist sie runtergefallen. Oh Mann. Geil. Was denn? Ich mache hier ein Thumbnail, Mann, und dann läuft das einfach weg. Voll in die Fotogen, das blöde Vieh hier. Er weiß halt, wem die Treue, wem es Treue halten muss. Saruman. Ist doch nicht wieder hungrig. Lustig ist, ich hatte die ganze Zeit gedacht, eigentlich was anderes mitzunehmen, aber ich bin ganz froh, dass das jetzt auch der Alu war, den ich mitgenommen habe. Was denn? Super stark sind die, willst du mal? Na, Türkolier sind langweilig. Ich hab den kaputt noch. Türkolier ich nicht. Cool. Bei mir ist man das ja gewöhnt, also ist das kein Problem. Mein Insektenschutzmittel läuft in 20 Sekunden aus. Könntest du das Vieh jetzt endlich wieder fressen? Das ist ein 40er Mantis. Komm, wir machen mal einen Mantis-Fight jetzt hier. Ich komm nicht ran. Es ist noch nicht wieder hungrig. Okay. Dann solltest du ein neues Schutzmittel holen. Ich habe hier noch welches im Inventar, aber. Ah, gleich etwas mehr hergestellt. Wow, hier ist voll die Mantis-Familie.
Bleib nicht mehr. Schlitz. Alles gut. 68, 80 und noch was. Ach, ich hau jetzt einfach alle auf den Haufen Sack hier. Egal. Ich finde es aber interessant, Männchen, dass sie den Alu nicht angreift, das Megatherium und den, bei Megatherium weiß ich nicht. Mammut auf jeden Fall schon. Megatherium hat sie nicht angegriffen. Aber den, das Mammut schon. La 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 la. Aber der Alu, das ist halt ein großer Fleischfresser. Mittelgroßer Fleischfresser, aber ja. Ja. Aber so an sich ist es schwer für Mentes, ist ziemlich dumm, einen Alu anzugreifen. Ja, allerdings. Wer schneller tot, als er gucken kann. Ich hab die. Es kommt auf die Mentes und den Alu an, aber ja. Drei Mentes mit einem Schlag weggeholt. Bam, hab's gemacht. Oh, ich hab das Gefühl, der missbraucht da oben gerade meine Mentes. Ja, wenn ich nicht kaputt mache, ist ja alles gut. Wir arbeiten hier unten und er da oben. Nice. Geschafft. Ich glaube, so schlau, dass ich mir gleich den zweiten Sattel mitgenommen habe, war ich nicht. Nee. Let's go! Ist das richtig geschrieben? Köchin, wenn dann. Achso, ja. Egal, männlich, das ist männlich. Männlich ist die Welt. Wieso bockst du mich jetzt? Muss ich bocke Daniel, ich boxe Daniel, hallo. Ich freu Stex. Ein Versicht oder was, dass ich Daniel reite, ja? Ja, Unding eigentlich. Alles so nur in-game. Im Real Life, was ist denn damit? Hier kommt. Reite ich Daniel auf, sagen wir mal so. Oh nein, kann ich interessant. Danke. Aha. Die Aufnahme ist gerade aus, Paul. Du kannst gerne noch mal mit mir darüber reden. Es ist spät, es tut mir leid. Wolltest du sagen, mach ein Video davon, dann haben wir alle was davon. Nein, danke. Ich glaube, das gehört nicht mit dem Content, den ich sehen möchte. Ich habe vergessen, meine Übertragung auszumachen. Ich merke schon. Ja. 666666666. Ja. Ja, 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 ja. Das wäre lustig gewesen, ganz ehrlich. Ja, 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 ja. Also, Mammut. Mammut? Ja, ja, ja. Bier. Was machst du mit Bier? Trinken. Ich hab genug für jeden dabei. Außer Gnomi. Aber Gnomi ist ja zum Glück gerade eh nicht da. Komm da runter. Ja. Tschüss. Salalala. Ich hab nicht das Gefühl, dass man eine Mentis besteuern sollte, wenn man betrunken ist. Oh, scheiß drauf! Ich bin zu schwer beladen. Oh, eine Bottle rum. Hi, ja, 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 ja. Ist das euer scheiß Ernst? Ich bin gerade zu schwer beladen. Alter Falter. Jeder Einzelne. Ja, oh ja, oh ja, bitte ein bisschen hier vorne noch schneiden. Ja, oh, Friseure. Friseusin oder Friseurin? Wie heißt das? Keine Ahnung. Kannst du beides sagen. Okay. Ansonsten Friseuse, glaube ich. Oh Gott, viel Leben haben die ja Mantissen ja nicht, ne? 10. Nackte Friseuse. Die Glaskanone. Pau, willst du uns irgendwas sagen? Das tut mir leid. Lass uns irgendwas zum Töten suchen. Hormone. Gehen wir mal runter zum Wasser. Jo. Wo ist denn das Wasser? Es ist ja das Wasser. Wo ist denn das? Weiß nicht, aber sollte man betrunken Dino fahren? Dino, ich weiß nicht, ich hab einen Rieseninsekt mit Sicheln und zwei Schwertern an die Sicheln geklebt. Hallo, ich hab eine Hupe. Und Power 2. Ja. Ich hab das Gefühl, ich bin schärfer. Kim ist scharf. Power hat Hupen. Was warst du denn, Kim? Ruffy? Ja. Komm, sei nicht so shy, Mann. Sei nicht so shy. Hä? Sag einfach. Ich hab die Frage nicht mitbekommen. Ist egal, du musst einfach was sagen. Wir reimen da uns den Rest drauf. Irgendwas Schweinisches. Holz vor der Hütte? Ja. Hast du viel Holz vor der Hütte? Ja, hat sie. Hat sie. Oh, das ist gut. Gut zu wissen. Wann ist das nächste Games? Ich meine, wann kommen wir eigentlich unter Wasser an? So. Hä? Oh, schön. Warst du lange schon hier? Mann! Ich bin der einzige Mann hier. Hast du mal gesehen, wie lang mein Rüssel ist? Der schleift schon im Sand. Oh, ich bin schon wieder nüchtern, wie langweilig. Dex hat den sich schon dreimal um den Bauch gebunden. Wie finden wir Dex wieder? Wir folgen den Spuren im Sand.
Nur hier, wie hoch geht's? Da! Ulala! Ulala! Schwanz ist lang. Mein Schwanz geht auch immer hoch. Elektrisch. Ja. Elektrisch geladener Kopf. Sau. Ich bin sogar schön weich an der Spitze. Ja, es ist so viel Sand hier in der Wüste. Oh, das erinnert mich jetzt sehr stark. Kennst du diese eine Serie auf Kika mit den Schwanzvergleich? Es ist nach Mitternacht jetzt bei uns, aber wir wissen ja nicht, wann die Leute das gucken. Warum? Wir haben nichts gesagt. Meiner ist lang und puschlich. Meiner ist kurz und hat einen Puschel dran. Toll. Meiner kann sich biegen. Aber mein wachsen ganz viele kleine Haare. Und mit meinem Schwanz kann man sich gar nicht Baum festhalten. Also es gibt eine Folge, jetzt haltet euch bitte fest, alle die Benjamin Blümchen mögen. Und ich will euch jetzt nicht diese Szene versauen. Benjamin Blümchen verliebt sich. Die fängt so an. Nein, nicht mit Husten. Corona fängt sie an. Tod und Verderben und Husten. Pau, tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt am Wasserschwein. Mein Vegetarium. Achso. Erzähl dir. Dankeschön. Ich warte noch auf euch. Drei Mädels hier und drei Mädels für ein Halleluja hier. Die Folge fängt nämlich so an. Die fängt so an, so, oh, ja, kannst du mich mal eintreiben? Noch ein bisschen weiter links. Und dann sagt der Erzähler von Benjamin Blümchen, Rüssel, einreiben? Wo sind wir denn hier? ich habe in dem Moment gedacht, als ich das nochmal gehört habe, ich so, wow, dass da kein Meme kommt. Ach so, das ist Benjamin. Und der andere ist, der den Rüssel, eingerieben werden sollte, ist Otto. Und erst dann, in dem Moment, sagt er das. Aber so, ja, so, das macht es nicht besser, diese Situation. Rüssel? Das war definitiv gerichtet an die Eltern. Die Kinder sind zu klein, um es zu verstehen, und die Eltern sind alt genug. Es gibt auch, ich glaube, das bekannteste davon ist, wo Benjamin eben sagt: Warte, Otto, ich steck ihn gleich rein. Oh, ganz schön eng. Oh. Und dann erst, und dann, ich hab's geschafft. Und dann sagt er, macht er noch am Ende, Töre. Super. Ja, das ist wirklich dann so, die Kinder sind zu klein, um es zu verstehen. Und die Eltern haben dann, Eltern freuen sich. Können die Eltern denken, sie haben so, vor dem Kinderzimmer und denken sich, was? Die gucken dann nur. Ja, ja, oft zwingen Kinder ja auch die Eltern dann mitzugucken. Mistige kleine Mistviecher. Wo ist es hin? Her, gib her. Gib her. Achso, Dex hat es mitgenommen. Oh, guck mal, Dex, hier ist ein Morella-Klops in deinen Farben. Ein Morella-Klops. Ach, das war ein Archäopteryx, ich dachte, das wäre ein Mikroraptor. Komm, ich schwimm rüber. Ja, viel Spaß dabei. Warum? Oh? Ich denke, du kleines Mistvieh. Ich denke, ja. Guck mal, hier mal. Guck mal, hier so. Und? Normalwasser? Noch so einer. Aber mal, wenn ich im Wasser spinne und dann C drücke, dann spritzt er, glaube ich, Wasser, ne? Guck mal. Ja, guck mal. Ja! Ja. Der Regenbogen? Ja. Mit dem Pico-Mastaxe. Bäh! Morella-Klops, grünes Morella-Klops. Komm her, du Morella-Klops. Nein, hier ist nicht, es ist hübsch. Guck mal, meine Zwerte. Ach genau, er sagt, jetzt rutsche ich einfach hinein. Das ist dann haben die Kinder, warum lachst du denn so, Mama? Nur so. Ich hab gerade an was Lustiges gedacht. Leute, Mädels? Nein. Guck mal, wie ich spritzen kann. Das ist ein bisschen in die falsche Richtung. Willst du mir was sagen? Komm, was näher. Kriegst du voll Lachen. Ich weiß nicht, sich selber anzuspritzen könnte etwas kontraproduktiv sein. Es ist ein bisschen wenig von der Menge. Das könntest. Ich bin weg, Leute. Ich bin nicht mehr. Ich bin weg. Oh, Dex, du musst doch nicht gleich ertränken gehen. Guck mal. Dex geht ins Wasser. Aber ich will nicht rüber. Ich geh unter jetzt. Ich will nicht mehr. Ich geh runter. Oh, tschüss, Dex. Erzählt mir mal eure Vorlieben nach der Aufnahme. Das ist ja mal interessant. Ja, das hättest du wohl gern. Das ist ja was. Tut mir leid, aber dein haariges Mammut ist nicht meins. Nee. Was, jetzt kommen eure OnlyFans-Accounts zugeschickt, oder was? Nee, das war Poker. Da wurde nur die Szene rausgesucht. Ja. Hart.
Ich darf das leider nicht abspielen, weil... Nee, mach mal. Die lieben Zuschauer müssen das selber suchen. Wenn ihr volljährig seid. Sag doch einfach mal, welche Minute bei welcher Folge. Das fängt genauso an. Jetzt nee, es ist Benjamin Blümchen, also das darf man gucken, glaube ich, ab 0 Jahre, ab minus 2. Googelt aber... einfach Benjamin Blümchen, jetzt rutsche ich einfach hinein. Okay, Leute. Wirklich, als Kind ist das so nichts. Und als Erwachsener sitzt man dann wirklich da. Ich darf das jetzt nicht reagieren, ich darf da jetzt nicht reagieren. Ist ja genau wie SpongeBob, ist ja genauso, ne? Naja. Als Erwachsener verstehst du die Witze ganz, ganz anders. Das ist auch richtig ist, extra ich gemacht. Ich frage mich, was derjenige gedacht hat, der das synchronisieren musste. Der dachte wahrscheinlich auch, ich darf jetzt nicht lachen, ich darf jetzt nicht lachen, ich darf jetzt nicht lachen. Ich muss jetzt ernst sein, das ist für Kinder. Leute, hey Paul, wir machen Schluss. Wir machen heute echt Schluss. Das ist arme, das Benjamin. Arme Benjamin Blümchen und arme Ohren von unserem hustenden Ruffy. Ja, sind wir noch nicht weg. Bis dann und tschüss. Ciao, ciao.